Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Neverwinter. Ja, in dieser Folge haben wir eigentlich vor, hier hinzugehen, ne? Mich, dass ihr hier seid, ja, wir müssen hier zu dieser Taverne gehen. Und wir müssen. Ich bin eigentlich eher ein Informant und kein Frontliniensoldat. Wir müssen ja mit zwei Leuten reden. Na okay, gehen wir erst einmal zum nächsten Lagerfeuer. Ich dachte, ihr hättet einen Plan, Siebenzehn. So, das nächste Lagerfeuer in die Richtung, richtig? Richtig. Taram, 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 taram. So, einmal hier um das Gasthaus rum. Ja. Ach, das sind diese komischen Wasserelfen, ne? Seid gegrüßt, Landgeher. Landgeher. Auf bald, Sichel. So. Und Iolas, der hat schon ein bisschen... Ich grüße euch im Namen der Alutel Kessir. Alutel Kessir. Ja, auf bald. So, erzähl mal. Diese Elfen haben mich vor einem wässrigen Grab bewahrt. Tatsächlich, einziger Überlebender. Ich habe eine Geschichte, die ich euch erzählen muss. Als die Gezeitenwoge unser Lager traf, habe ich mich an einen Balken geklammert und wurde dann hinaus aufs Meer geschwemmt. Ich trieb tagelang umher und war dem Tode nahe, als mich die Meereselfen fanden. Sie brachten mich auf eine kleine Insel und päppelten mich wieder auf. Als ich wieder bei Kräften war, habe ich sie hierher geführt. Denn es ist so, einige ihrer Sippe sind hier verschwunden. Und ich bin mir sicher, dass die gleichen Dreckskerle dafür verantwortlich sind, wie für die Gezeitenwoge. Und damit meine ich den Kult der vernichtenden Woge. Ja, da könntest du recht haben. So, Strandwache. Na, sind das jetzt wieder 16 Aufgaben? Der Kult der vernichtenden Woge ist verantwortlich für den Tod meiner Kameraden bei der Neverwinter-Wache, als auch den Tod von vielen Meereselfen. Die Gefallenen müssen gerecht werden und gar Shatterkeel, der Anführer des Kults, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt viele Aufgaben, mit denen ihr uns behilflich sein könnt, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe mir dazu schon ein paar konkrete Gedanken gemacht und meine neuen Freunde Iolas und Seychelle sicherlich auch. Seid ihr bereit anzufangen? Ja, bin ich. Es gibt hier eine Hose dafür, ne? Leider ohne... ohne irgendwie Dingsplatz, ne? Edelsteinplatz. Also, Slot. Schade aber auch. Na gut, okay. Einem geschenkten Gaul und so weiter. Stranddurchkämmen. Also, er hat auch Aufträge für uns. Erzähl doch mal. Sammelt Altmaterial von Rabenklippen. Vom Rabenklippenstrand in der Küste. An der Küste. Okay. Wächterrechen. Tötet Kultisten der vernichtenden Woge. Okay. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn hier noch? Wasserwarnung. Startet Warnbojen der Meereselfen von mit Steuerrädern markierten Standorten am Rebellenklippenstrand an der Küste der Ertrunkenen. Okay. Interessant. Der gefräßige Wirt tötet Laidstones auf dem Rabenklippenstrand an der Küste der Ertrunkenen. Okay, die Viecher findet man ja echt überall. Das könnte man nehmen. Heldenhafte Begegnung, kein Platz im Gasthaus. Okay. Was haben wir denn hier noch so? So, Search. Vernichtet den Wassermyrioiden namens Zürge auf dem Rabenklippenstrand an der Küste der Ertrunkenen. Wassermyrmidonen. Aha. Na gut, Wasserkrieger. Tötet Wasserarchonten am Rabenklippenstrand an der Küste der Ertrunkenen.
Ja, gut. Trag zum Erfolg heldenhafte Begegnung. Wasserelfenentführung bei der Küste der Trunkenen bei. Ja, meine Güte, das sind ja alles hier. Die Aufgaben klingen alle so gleich. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich nehme einfach mal eine Handvoll und dann ist auch gut. So, den Wächter rächen vielleicht. Kultisten. Ja, komm. Hier nehmen wir mal ein paar Kultisten. Strand durchkämmen. Sammeln. Ja. Sammeln wir halt ein bisschen. Und hier für dich machen wir auch ein bisschen was. Nee. Ach nee, ich bin schon voll. Ah, ich bin schon voll. Alles klar. Na dann. Ja, jetzt ist natürlich blöd, dass ich diese blöden Seewetteln hier auch noch habe, ne? Ja, die hätte ich eben mal erfüllen können. Egal. So, auf zum Strand. Badehose eingepackt. Sonnencreme herausgeholt. Eingeölt. Ah, Seewetteln. Machen wir hier schon mal was Seewetteln machen. So. Wenn die schon mal da so rumstehen, ne? Muss man sie ja nicht unbedingt stehen lassen. Ja, das nehmen wir mit. Apropos Tränke. Hier, wir gönnen uns mal ein bisschen Kraft. So, Gezeitenschreier brauchen wir nicht, ne? Kult. Seid ihr die bösen Kultisten? Wundersame Öse. Wusste gar nicht, dass Kultisten Ösen sammeln. Mal kurz gucken. Also, Wächter rechnen. Ist das hier? Ja, Kultisten. 3. Alles klar. Nehmen wir dann alle mal mit, ne? Zack. Sind das auch Kultisten? Ja, ne? Kultisten der Woge. Ja. So, erstmal der Zauber, ne? Zack. Zum Rabenklippenstrand. Ja. Das sollte wohl ein Hinterhalt werden, was? So, da sind wir am Rabenklippenstrand. Da muss ich durch. So, okay. Wo sind die Sachen, die ich sammeln soll? Das sind Seetrolle, ne? Ah, keine Wetteln. So ein Mist aber auch. Na gut. Ach so. Ich wundere mich schon, wieso steht der denn noch? Der war noch gar nicht tot. Deshalb steht er noch. So, das sind Kultisten. Die machen wir gleich. Was haben wir da? Ah, ich glaube, das ist für später, ne? Davon habe ich schon gehört. Das ist für später gedacht.
so Altmaterial. Wo ist denn hier? Ah, ist das Altmaterial? Bist du Altmaterial? Geborgene Waren. Ja, das scheint so zu sein. Krabben. Ich werde sie niederwerfen! Zitterer. Warum der wohl zittert, ne? Oder warum der Zitterer heißt? Oh, hier ist Altmaterial. Ruisbär. Für Olhydra, gebt mir eure Ösen. Zuck. Au. Energietrank bringt, ja, Kraft. Also Energietrank mitnehmen. So, ah, Altmaterial. Her damit. Kultisten. Für Olhydra. In Ruhe, du Plänker. Ganz viele Lazedons, ne? Und grüne Vetteln. Yes, da sind sie. Auf euch habe ich gewartet. Hallo, meine Damen. Au. So. Ist hier wirklich ein schönes Fleckchen, ne? Ich hätte mal diese Quest mit diesen Lechstons machen sollen. Ach. Ah. Ich sehe, es ist gerade die Krabbe aktiv, ne? Ich sag mal so, ich könnte die Krabbe auch alleine machen. Ganz ehrlich. Aber ich habe zu wenig Zeit. Also dadurch, dass die das ja zeitlich begrenzt ist, kann ich sie halt nicht machen. Denn mit Perma-Stealth komme ich an. Gegen diese Elite-Krabben, gegen die kleinen, und kann so die ganzen Elfen befreien. Und dann die große Krabbe, okay, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest die ganzen kleinen Dinger, die kann ich, könnte ich machen. Nur innerhalb der Zeit halt bekomme ich die große nicht besiegt. So, jetzt muss ich mich ein bisschen hier, jetzt muss ich aufpassen. Momentan habe ich nicht Perma-Stealth an. So, na? Au. So, seine letzten Momente waren... So hört es sich halt an. Mir fehlt irgendwie noch eine Kiste mit Altmaterial, ne? Boing. So, nun wartet ihr, ne? Auf den Grill wartet ihr. So. Ja, Grillsaison hat ja fast schon angefangen, ne? Bei einigen. Ich suche immer noch Altmaterial. Hallo, Krabben. Vielleicht hier? Hier drin vielleicht? Ja, Glück gehabt. Zack. So, Ziel erfüllt. Ich muss noch drei Kultisten erledigen, ne? Und da stehen doch gerade welche rum. Dieser hier gehört mir! Dieser hier gehört mir! Hä? Was war das denn? Ich habe an allen vorbeigeschlagen. Wie geht das denn?
So, einmal noch kurz einsammeln, was hier so rumliegt. Zack, zack. Perfekt. So, grüne Wetteln haben wir jetzt nicht genügend gefunden. Macht aber nichts. Wir haben auch so genug, um zurückzukehren. Auf dem Weg werden wir... Aua. Auf dem Weg werden wir auch noch ein paar Wetteln finden. Und von daher werden wir wahrscheinlich im Lager ankommen und genügend haben für alles. So, hier stehen doch immer Wetteln. Es sei denn, sie wurden gerade weggewettelt. Ja. So ein Mist aber auch. Da hat der Krieger eben die Wetteln geklaut. Na gut, muss ich mir halt andere Wetteln suchen. Aber hier... Seid ihr bereit, Verluste zu... So, hier hast du erstmal... Die Quest nehme ich auch gleich wieder. Die kann man halt immer anlassen. Wurde gewählt, um im Namen der dann hat man immer ein bisschen EP. Zu sprechen. So. Strand durchkämmen, bitteschön. Und Wächter rächen auch, bitteschön. So, hier hatten wir nichts, ne? Fräßiger Wirt. Warnbojen hätten wir auch machen können, ne? Das würde auch passen. Die macht man ja auch am Strand. Na gut, okay. Ja, ich würde mal sagen, das reicht dann für heute. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und bedanke mich für euch, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und sage bis bald.